Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute einen Weihnachtskäsekuchen. Der Weihnachtskäsekuchen ist wirklich ganz besonders, denn er ist nicht unbedingt ein klassischer Käsekuchen, denn wir haben einen Guss dabei und auch noch einen ganz interessanten Boden. Und ich zeige euch nun, wie es geht. Für den Boden benötigen wir 200 Gramm Gewürzspekulatius, 200 Gramm Butterkekse, 130 Gramm Margarine oder auch Butter, 2 Teelöffel Lebkuchengewürz und eine Prise Salz. Als erstes kommen jetzt die Gewürzspekulatius und auch die Butterkekse in den Mixtopf. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir zerkleinern einmal 20 Sekunden auf Stufe 10. Die Kekse sind jetzt richtig schön zerkleinert und die habe ich gerade wieder zurück umgefüllt. Und jetzt kommt in den Mixtopf einmal die Margarine. Dann einmal den Deckel aufsetzen. Und wir schmelzen sie einmal 2 Minuten, 37 Grad auf Stufe 1. Zu der geschmolzenen Margarine kommen jetzt hier wieder die zerkleinerten Kekse. Und auch Lebkuchengewürz und Salz. Dann einmal wieder den Deckel aufsetzen. Und wir vermischen einmal alles 20 Sekunden auf Stufe 5. Der Boden ist jetzt fertig und ich habe mir hier jetzt schon eine Springform genommen, eine 26er, habe sie mit Backpapier ausgelegt und den Rand habe ich gefettet. Und da kommt jetzt einmal der fertige Boden rein. Den Boden verteile ich hier jetzt mit den Händen und ziehe auch an der Springform einen Rand hoch. Der Teig ist jetzt hier in der Springform und er kommt jetzt erstmal in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit können wir einmal die Füllung zubereiten. Für die Füllung benötigen wir 500 Gramm Magerquark, 4 Eier, 180 Gramm Margarine, 180 Gramm Zucker, ein halbes bis ein Glas Kirschen, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und ein Päckchen Vanillezucker. Für die Füllung kommen einmal alle Zutaten in den Mixtopf, außer die Kirschen. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir verrühren einmal 40 Sekunden auf Stufe 5. Die Füllung hat jetzt eine richtig tolle Konsistenz und dazu gebe ich jetzt einmal die Kirschen. Also wie gesagt, ihr könnt auch gut ein Glas Kirschen nehmen. Ich habe jetzt hier nur ein halbes Glas noch über gehabt, denn die Kirschen, das schmeckt ja wirklich noch richtig toll dazu. Dann rühre ich das einfach kurz mit dem Spatel unter. Und dann ist die Füllung auch schon fertig. Den Boden habe ich hier jetzt aus dem Kühlschrank genommen und darauf verteile ich jetzt einmal die Füllung. Der Kuchen kommt jetzt so in den vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Heißluft für etwa 50 bis 60 Minuten. Falls die Oberfläche zu dunkel wird, deckt sie einfach mit etwas Alufolie ab. Und anschließend müssen wir den Kuchen schön auskühlen lassen und dann machen wir mit dem Guss weiter. Wir machen jetzt mit dem Guss weiter. Hier habe ich 250 ml roten Traubensaft, ein Päckchen roten Tortenguss, 2 Teelöffel Zucker oder auch 1 Esslöffel Zucker und 2 Teelöffel Glühweingewürz. Und zwar wird das ja eben hier alkoholfrei. Dafür werde ich jetzt einmal den roten Traubensaft erwärmen. Und werde hier jetzt schon einmal Glühweingewürz und eben Zucker vermischen bzw. unterheben. Und das Ganze muss dann etwa so bei 80 Grad für ca. 10 Minuten ziehen. Und dann lassen wir das Ganze wieder abkühlen und dann erst später kommt dann der Tortenguss dazu. So, der alkoholfreie Glühwein ist jetzt hier schön abgekühlt und ich habe ihn jetzt einmal über ein Sieb das Gewürz entnommen. Und jetzt kommt hier der rote Tortenguss rein. Das rühre ich einmal glatt. Der Kuchen ist jetzt ausgekühlt und den habe ich hier jetzt schon auf eine Kuchenplatte gesetzt und hier oben gebe ich jetzt einfach den Guss drüber. Den Kuchen werde ich jetzt hier auch noch etwas dekorieren und dafür habe ich mir jetzt hier gehackte Mandeln genommen und die verteile ich jetzt hier einfach oben drüber.
Und nun ist der leckere Weihnachtskäsekuchen auch schon fertig. Also ich habe ihn ja mit dem Traubensaft gemacht. Falls ihr jetzt kein Glühweingewürz kaufen möchtet, dann könntet ihr zum Beispiel auch gleich einen alkoholfreien Glühwein kaufen. Dann aber auf jeden Fall den Zucker weglassen, denn der Glühwein ist ja schon super süß. Sonst wird das Ganze wirklich zu süß. Dann eben auch noch das Besondere mit der Kirschfüllung. Das finde ich auch richtig lecker, wenn man dadurch nochmal zusätzlich etwas Fruchtiges dabei hat. Ihr könntet auch zum Beispiel Himbeeren nehmen, das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Und bei der Deko könnt ihr natürlich wie immer super kreativ sein. Ihr könntet auch mit Zimtstangen zum Beispiel arbeiten oder auch mit Mandelblättchen oder eben auch hier dann nochmal die Füllung mit eben auch auf die Deko bringen. Zum Beispiel jetzt auch noch Kirschen oben drauf oder auch Himbeeren, das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Und die Mengenangaben schreibe ich euch auf jeden Fall nochmal auf meinen Blog elegant-kochen.de. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in der Infobox. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dieser leckere Kuchen an den Weihnachtsfeiertagen auch bei euch auf dem Tisch landet. Denn ich bin mir wirklich sehr sicher, dass der Kuchen auch euren Gästen schmeckt, denn er schmeckt wirklich richtig lecker. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!